Bis mindestens zum 14. Februar bleibt es still in den Innenstädten. Bund und Länder haben sich auf eine Verlängerung des Lockdowns geeinigt. Die strengen Kontaktbeschränkungen gelten weiter. Restaurants, Geschäfte, Friseure, sie alle bleiben bis Mitte Februar vorerst geschlossen. Darüber waren sich die Kanzlerin und die Länderchefs schnell einig. Trotz aktuell leicht sinkender Infektionszahlen bereiten die Mutationen des Coronavirus Sorgen. Jetzt ist die Zeit, um der Gefahr, die in diesem mutierten Virus steckt, vorzubeugen. Es geht also um Vorsorge. Und wenn sich die Mutation bei uns schon ausgebreitet hätte, dann könnten sich die Infektionszahlen, das ist es ja, was wir in anderen Ländern gesehen haben, explosiv erhöhen. Mit der Folge, dass dann auch unsere Krankenhäuser in eine schwer zu beherrschende Lage geraten würden. Um das zu verhindern, drängt die Regierung auf eine Verschärfung der Maskenpflicht. Im öffentlichen Nahverkehr und auch beim Einkaufen sind ab sofort medizinische Schutzmaskenpflicht. Im Idealfall die FFP2-Masken. Die deutlich billigeren OP-Masken sind aber auch zulässig. Alltags- oder Stoffmasken reichen nicht mehr. Eine medizinische Maske ist eine solche, ist heute 50 Stück für unter 5 Euro in Supermärkten erhältlich. Es muss nicht die FFP2-Maske sein. Wer die FFP2-Maske trägt, ist auch in Ordnung. Aber die Wissenschaftler haben uns deutlich gemacht, FFP2-Maske hat einen Schutz von 96%, die von 92%, also eine sehr hohe Schutzqualität. Die wird aber jetzt verpflichtend im öffentlichen Nahverkehr und in den Geschäften. Weniger Kontakte im ÖPNV und mehr Schutz am Arbeitsplatz will man jetzt per Verordnung regeln. Arbeitgeber sollen überall, wo es möglich ist, Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen. Wo kein Homeoffice möglich ist, sollen strikte Abstands- und Hygieneregeln gelten. Können die nicht eingehalten werden, sind medizinische Maskenpflicht. Die müssen dann vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden. Den größten Diskussionsbedarf gab es erneut bei Schulen und Kitas. Distanzunterricht in Verbindung mit Notbetreuung sollen laut dem Bund ebenfalls bis zum 14. Februar fortgesetzt werden. In NRW lässt man sich eine kleine Hintertür offen. Ausschlaggebend sei die Entwicklung der Infektionszahlen. Der Beschluss lautet trotzdem, bis 14. Februar werden die Maßnahmen verlängert. Er bedeutet aber auch, dass wir das Infektionsgeschehen beobachten und mit den Verbänden wird einfach jetzt über die aktuelle Lage gesprochen und über das, was im Februar dann möglich sein könnte. Abweichungen in NRW sind also durchaus möglich, denn schon nach den letzten Beschlüssen war vor allem in der Bildung ein Flickenteppich Ziel von Kritik.